Perfekt. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern? Im Ernst jetzt? Ja. Ich find's verdammt. Könnte cool. Oh. Und ran an die Wand. Wir sind wieder im Geschäft. Okay, nice. Der hat aber auch manchmal blöde Sprüche drauf. Oh, Alter. Na, er hatte das Geld. Kann der können, stimmt's? Alter, wie geil das aussieht. Sieht jetzt als prachtvoller als überall sonst, kann man so sagen. Komm, geh mir näher ran. Kommen wir nicht hoch? Da liegt doch was. Wir haben einen Schatz gefunden. Und rüber! Boah, ich habe gerade gedacht, ich falle runter. Oh, guck. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie... Schutt versperrt. Schon wieder. Ja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Diese Ironie, ey. Oh, der Eingang ist verschüttet. Schon wieder. Wie er es betont hat. Geil. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Jetzt stürzt gleich wieder was ein. Schon wieder. Oder auch nicht. Ja. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Oh. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Ja. Das ist bestimmt was machbar. Ist fast wie die Gangtour. Oh. Na komm. Nee, du hilfst mir nicht hoch. Ich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Ich darf wieder klettern, wetten. Sam! Oh. Bist du okay? Hier raufkriegen. Ja. Stimmt hier rauf. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Super. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Wie komme ich da jetzt hoch? Mann, ey. Wo bist du? Ich sehe schon was. Oh, oder so. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Hopp. Oder müssen wir darüber? Kommen wir darüber? Ah, easy! Oh. Aber. Darüber, okay.
Hoch. Oh, nee. Zurück. Und rüber. Oh, 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 hoch, hoch, hoch. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Typisch mein großer Bruder wieder. Dann spring rüber. Typisch. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Oh, gucken mal. Ja, hier wollte ich lang. Oh, was haben wir hier? Ja. Müssen hundertprozentig die Kiste mit. Ist ja oben. So, weiter geht's. Ja, gut, dann nicht. Wenn ich ja nochmal zurücklaufen muss, ne? Hammer. Du hast mich nicht gehört? Mann, vorhin, ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Oh, jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Oh. Ja, los, komm. Sowas würde ich auch gerne mal in meiner Freizeit machen. Oh. Das wäre doch mal mega geil. So irgendwo mit einem Seil runterspringen. Einen Moment. Wollen wir mal gucken, wo ich hier... Zwecklos, Sackgasse. Okay, dann also wieder zurück. Herzhaft. Wieso muss ich eigentlich immer die ganze Arbeit machen hier? Mein Bruder könnte auch mal was machen. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Aber wie? Brauchst du gar nicht gucken. Fühlt so nix. Wie kommen wir da hoch? Ist aber natürlich blöd, dass es hier keinen Durchgang gibt. Auf jeden Fall, hallo. Irgendwas muss mit der Kiste machbar sein. Dann komm schon. Oh, nicht runterschmeißen. Vielen, vielen Dank. Was hat er gesagt? Ach so. Ja. Ja. Dankeschön. Und es geht abwärts. Und jetzt aber. Oh. Hier unten ist ein Pfad.
Super, ich bin hinter dir. Du bist oben. Jetzt bist du hinter mir. Wow. Kommt mein Bruder hinterher? Ja, häng da mal so rum. Oh, hier geht's hoch. Hoppa. Okay, dann sind wir schon mal ein Stück näher. Oh. Und. Da war das ein bisschen zu lang, das Seil. Da war das ein bisschen zu lang. Wie soll es mir gehen, ne? Den ganzen Tag klettern. Was? Falscher Weg? Ah, okay. Und runter! Oh! Falsch! Falsch! Nein! Scheiße! Oh. Voll daneben gesprungen, ey. Ja, komm jetzt hoch hier, Mensch. Ja, die ganze Tagzeit. Ja, und jetzt? Da hoch. Oh, doch. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Okay, das sieht schon mal gut aus. So, hier durch. Okay, das sieht nicht so aus. Kapitel 12. So. Okay, dann müssen wir auch wieder von außen klettern. Ja. Fenster. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas anders machen würden? Nein, nicht wirklich. Okay. Okay. Ja. Zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Danke! So. Wir müssen. Wir da lang? Oder was finden wir hier? Kriegt mir richtig Urlaubsfeeling, ey. Oh. Theoretisch geht's denn hier lang. Oh. Alter. Wieder daneben. Ah, es geht nach oben.
Okay. Wir setzen. Stop. Vorne. Das ist die Frage. Sollen wir springen und versuchen, da ranzukommen oder sollen wir es lassen? Ich glaube, wir müssen. Ich könnte schon mal RIP schreiben. Oder auch nicht. Ah, okay. Da. Ein Ei. Aber ich glaube, das war... War das überhaupt richtig? Ach ja. Er gammelt da unten wieder rum. So, komm mit. Multiplayer werde ich mir auch mal angucken. Was wie wir jetzt? Wir jetzt lang müssen. Aha. Okay. Es geht abwärts. Komm hier herum. Heilige Scheiße. Ja, das sagst du laut. Jawohl. Okay, wir sind drinnen. Nice. Alter, das sieht so... Das sieht richtig gut aus. Wow, was ist das alles? Vielleicht ist da der Schatz dabei? Wahnsinn. Und einfach. Oh, da vorne haben wir eine Tafel, da kommen wir bestimmt dran. Ja, sag ich doch. Ah, da ist das. Braunpausen. Der war nicht witzig. Oder haben wir wahrscheinlich wieder... Komm mal vorbei. Wie hier? Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen, schwer zu sagen. Haben wir hier? Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Also ich fand das ziemlich witzig. The Founders. Da geht's weiter. Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Das sind die Symbole. Puh. Entschuldigung. Das sind sogar die Symbole, die wir vorhin ja auf diesen kleinen Holzdingern da hatten. Warcode. Halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Das sieht mir aus wie ein Sturm. The First Avery Battle. Die Fancy. Sie greift die Gangisawai an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Okay. Gut, 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 gut. Aber, oh. Das ist echt gut gemacht. Ob das aus Gold echt Gold war?
dazu. Komme ich auch nirgendwo lang. Wir müssen da runter.